Ich habe mich kurz gehalten, bitte alle anderen das auch zu machen. Tagesordnungspunkt 93. Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD, Angriff auf Polizei und Einsatzkräfte in Hessen, 20:30-34. Es beginnt der Kollege Herrmann, AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sicher erinnern Sie sich noch an die stolzen Aussagen von Innenminister Peter Beuth, die er am 18. Februar diesen Jahres bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik zur Sicherheitslage in Hessen tätigte. Da verkündete er unter der Überschrift „Erfolgreicher Start in ein sicheres Jahrzehnt“ großspurig: „Hessen ist ein sicheres Land“. Der Innenminister verkündete zwar noch mehr solche realitätsfremden frommen Wunschvorstellungen, aber das soll heute nicht das Thema sein. Thema ist heute eine traurige Realität, die den Innenminister schlicht Lügen straft, ob seine Aussagen zur Sicherheitslage in Hessen. Denn Thema sind heute die fortgesetzten Angriffe auf Polizeibeamte und Einsatzkräfte in unserem Land. Diese zeigten sich auf eine erschreckende Art und Weise auch in Dietzenbach. Da fühlte man sich erinnert an die berüchtigten Pariser Vororte. Dort werden Polizisten und Rettungskräfte schon seit Jahren immer wieder schwer angegriffen. Was war am 29. Mai in Dietzenbach passiert? In dieser Nacht ereignete sich ein gemeiner Angriff auf die Polizei und die Feuerwehr. Zuvor war ein Bagger sowie Mülltonnen in Brand gesteckt worden, mit dem Ziel, Polizeikräfte und Feuerwehrleute in Dietzenbach in einen Hinterhalt zu locken und mit Steinwürfen anzugreifen. 50 gewaltbereite Angreifer lieferten sich infolge eine rund zweistündige Straßenschlacht. Die Bilanz? Neben einem Bagger und Mülltonnen wurden auch Einsatzfahrzeuge der Polizei beschädigt. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 150.000 €. Erfreulicherweise, und das grenzt schon fast an ein Wunder, wurde offensichtlich niemand verletzt. Meine Damen und Herren, das Vorgehen dieser gewaltbereiten Täter ist an Dreistigkeit und Heimtücke kaum noch zu überbieten. Umso bedenklicher ist es, dass von der Polizei nur 3 Personen festgenommen werden konnten, bei dem lediglich einer mutmaßlich an den Steinwürfen beteiligt war. Wir von der AfD sehen hier die Gefahr, dass Hessen auf ähnliche Verhältnisse wie in den Pariser Vororten zusteuern könnte. Die dramatischen Ereignisse in Stuttgart, bei denen es sogar zu Plünderungen kam, müssen als warnendes Beispiel wahrgenommen werden. Tatsächlich musste man nach Dietzenbach auch in Hessen nicht lange warten, um in der Presse wieder über einen Angriff auf Polizeikräfte lesen zu können. Die Schlagzeile lautete am 8. Juni: „Polizisten attackiert, Randalierer bewerfen Beamte mit Steinen“. Hier hatte eine Gruppe von 5 jugendlichen Randalierern am Bahnhof in Lambertheim zuvor 2 Scheiben des Bahnhofs eingeworfen. Bei der Verfolgung wurden dann auf die Polizisten Steine geschleudert. Die Gruppe konnte schließlich trotz Gegenwehr festgenommen werden. Erfreulicherweise wurden die Beamten dabei nicht ernsthaft verletzt. An diesen Beispielen wird deutlich, dass die Gewaltbereitschaft zumindest zunimmt und es immer mehr soziale Brennpunkte wie das östliche Spessartviertel in Dietzenbach gibt. Deshalb wäre der Innenminister gut beraten, die Polizeikräfte künftig auf solche Hinterhalte gezielt vorzubereiten und speziell für solche Fälle auszurüsten. Denn schon der nächste Vorfall könnte deutlich weniger glimpflich ablaufen. Die Einsatzkräfte müssen deshalb in die Lage versetzt werden, auf diese auch von den Altparteien durch eine jahrelange verfehlte Sicherheitspolitik verschuldete Entwicklung angemessen reagieren zu können. Dazu gehört natürlich auch, dass bei Einsätzen in Brennpunktbereichen ein stärkerer Personaleinsatz erfolgt und das notwendige Equipment zur Verfügung steht, um aggressiven Störern angemessen und sicher entgegentreten zu können. Auch auf Taser- und gummigeschosstaugliche Waffen müssen die Beamten bei solchen Einsätzen zurückgreifen können. Meine Damen und Herren, Angriffe auf Polizeibeamte sind leider keine Einzelfälle mehr. Allein in 2019 wurden über 4.000 Polizeibeamte Opfer von Angriffen. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie, Herr Innenminister, sieht so ein Start in ein sicheres Jahrzehnt aus? Verstehen Sie das unter einem sicheren Hessen? Wenn das der Fall ist, möchte ich nicht wissen, was Sie, Herr Innenminister, unter unsicher verstehen. Seien Sie also gegenüber sich selbst und den Bürgern ehrlich, denn die wissen schon längst, dass Ihre Aussagen zur Sicherheit in Hessen das Papier nicht wert sind, auf das sie geschrieben wurden.
Wenn Hessen auch nur annähernd so sicher wäre, wie Sie fälschlicherweise behaupten, müssten Sie nicht härtere Maßnahmen und Strafverschärfungen für Angriffe auf Polizeibeamte und Einsatzkräfte fordern. Mit Ihren Forderungen, dass die Täter die volle Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen, dass die Täter nicht mit einer Geldstrafe davonkommen dürfen und dass die Mindeststrafe für solche hinterhältige und heimtückische Angriffe auf Einsatzkräfte ein Jahr Freiheitsstrafe tragen sollen, vollziehen Sie eine verbale Kehrtwende, die einem Fehlereingeständnis gleichkommt. Eine Kehrtwende, Herr Innenminister, die wir von der AfD allerdings gerne voll und ganz unterstützen würden. Allein es fehlt der Glaube, dass in der Koalition mit den Grünen Ihren Worten die entsprechenden Taten folgen werden. Danke. Vielen Dank, Kollege Herrmann. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die CDU hat zum exakt gleichen Thema eine Aktuelle Stunde beantragt. Normalerweise werden Anträge zum gleichen Thema gemeinsam aufgerufen und diskutiert. Hier ist das nicht so. Wir sprechen heute also zweimal zum gleichen Thema. Das bedeutet für mich erstens, AfD und CDU haben zwar den gleichen Impuls, aber insbesondere die CDU will dabei nicht mit der AfD in Verbindung gebracht werden. Und das kann ich gut verstehen. Denn dass ausgerechnet die AfD Gewalt problematisiert, finde ich geradezu absurd. Die AfD ist als Partei Teil eines politischen Spektrums, von der massive Gewalt ausgeht, auch gegen Polizeibeamte, und das zeige ich gleich auf. Und ich mache meinen inhaltlichen Beitrag dann zum Thema später bei der Aktuellen Stunde der CDU. In Richtung der AfD sei gesagt, die Hooligans gegen Salafismus haben 2014 die Kölner Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Hooligans marschierten auch, hören Sie nur zu, marschierten auch gemeinsam mit der AfD 2018 in Chemnitz. Wieder kam es zu schweren Übergriffen. Ihr sogenanntes Spitzenpersonal, insbesondere der faschistische Flügel um Höcke und Kalbitz, marschierten vorne weg. Die AfD hat der Bewaffnung der Bevölkerung das Wort geredet. Stichwort Selbstverteidigung, weil der Staat ja angeblich nicht vor sogenannten Messermigranten geschützt, um Ihre Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, zu zitieren. Es sind die Waffen, die das staatliche Gewaltmonopol untergraben, Waffen, gegen die auch die Polizei nun angehen muss. Die AfD ist Teil der sogenannten Hygienedemos, welche Corona als Komplott von Bill Gates und des sogenannten Merkel-Regimes abtun. Bei aller Kritik an einzelnen Corona-Maßnahmen, aber das ist absurd. Am Rande von Pegida-Demonstrationen gehören tägliche Angriffe auf Pressevertreter dazu. Pegida ist Teil Ihres Spektrums. Herr Höcke tritt dort gerne auf, und das wollen Sie uns nur selbst nicht wahrhaben. Und der mutmaßliche Mörder von Regierungspräsident Lübcke und sein militanter Freund waren gern gesehene Gäste auf diversen AfD-Veranstaltungen. Sie machten AfD-Werbung im Internet. Sie spendeten Geld an die AfD, und sie halfen der AfD im Wahlkampf in Hessen mit. Das ganze Spektrum der AfD bis zur offenen Naziszene war an der Internethetze gegen Walter Lübcke beteiligt. Das ganze Spektrum. Dass Sie sich hier hinstellen und Gewalt problematisieren, ist geradezu absurd. Die AfD trägt Gewalt massiv in unsere Gesellschaft, auch gegen Repräsentanten des Staates und der Polizei. Sie fördern doch tagtäglich Ihre Hassparolen, die Gewalt, die Sie dann anschließend scheinheilig selbst beklagen. Am besten, Sie verhalten sich hier im Plenum so wie Ihre Vertreter im Innenausschuss. Sie halten dort nämlich meistens den Mund. Vielen Dank.
Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abg. Hartmann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Offensichtlich gibt es derzeit nicht nur bei Polizei und Einsatzkräften denen gegenüber eine Entwicklung, in der Hass, Gewalt und Respektlosigkeit als legitimes Mittel der Auseinandersetzung angesehen werden. Nein, es scheint vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sein. Und wenn es darum geht, dem entgegenzuwirken, kommt uns als politisch Verantwortlichen eine ganz wichtige Rolle zu. Deshalb möchte ich auch darum bitten, die Diskussion nicht emotional auf der Basis von Unterstellungen, sondern auf der Basis von Fakten zu führen. Dazu habe ich mir auch einmal das aktuelle Bundeslagenbild des BKAs angeschaut. Und dabei ist es erstaunlich, dass Hessen leider einerseits den höchsten prozentualen Anstieg bei tätlichen Übergriffen verzeichnet, andererseits Hessen aber auch den höchsten absoluten Rückgang bei Fällen von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hat. Daraus lässt sich ableiten, dass die Hemmschwelle, unabhängig von persönlicher Betroffenheit, gegen Polizei und Rettungskräfte Gewalt anzuwenden, stark gesunken ist. Und diese Angriffe sind kein Kavaliersdelikt, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dankenswerterweise hat der Bundestag 2017 eine Gesetzesinitiative des damaligen Justizministers Heiko Maas zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften zum Gesetz erhoben. Und damit wird den Justizbehörden ein entschiedeneres Vorgehen gegen Gewalttäter ermöglicht. Doch leider, und das sehe ich etwas anders als die Vertreter der AfD, tragen höhere Strafen und mehr Polizeipräsenz nicht unbedingt und nicht zwangsläufig zu einer Beruhigung der Situation bei. Vielmehr muss es darum gehen, diejenigen, die als Gewalttäter auftreten, zu isolieren und zu ächten. Und wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, scheint Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte nicht ausschließlich politische Ursachen zu haben. Der stellvertretende Stuttgarter Polizeipräsident sagt beispielsweise zu den aktuellen Vorfällen in Stuttgart, Gewalt ist männlich und betrunken. Und ich glaube, wir sind gefordert, denjenigen konsequent gesellschaftlich entgegenzutreten, die meinen, mit Imponiergehabe und übersteigertem Geltungsbewusstsein Vertreter von Polizei und Rettungskräften herabwürdigen zu dürfen. Es ist nicht cool, es ist vielmehr erbärmlich, sich so gegen Mitmenschen zu verhalten, die Tag und Nacht ihren Kopf für andere hinhalten. Auch wenn Rufe nach einer Law-and-Order-Politik von einigen politischen Gruppen immer lauter werden, dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir mit einer weiteren Verschärfung der Strafen das Respekt- und Gewaltproblem in den Griff bekommen. Was wir neben einer konsequenten Verfolgung und Bestrafung der Täter brauchen, ist vielmehr eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir wieder mehr gegenseitigen Respekt und Wertschätzung etablieren können. Und zunehmende Gewalt beginnt oft auch mit Worten. Und es ist auch statistisch nachzuweisen, dass mehr als 3/4 aller von der Polizei registrierten Hasskommentare rechtsextremistischen Hintergrund haben. Und ich bin der Auffassung, dass Hass und Bedrohung im Netz auch ein Nährboden dafür sind, dann tatsächlich auch Gewalt anzuwenden. Deshalb ist es ein ganz wichtiger Schritt, dass der Bundestag das Gesetz zur besseren Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität gegen die Stimmen der AfD zwar, aber dass der Bundestag mit seiner großen Mehrheit dies am 18. Juni verabschiedet hat. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, Präventionsarbeit zu stärken. Dass es schon in den Kitas und in den Schulen wichtig ist, Kinder
Werte zu vermitteln. Die Ursachen für Konflikte liegen oft auch an der mangelnden Kommunikation zwischen Gruppen. Schulsozialarbeit, außerschulische und schulische Gewaltpräventionsprogramme, runde Tische und Gesprächskreise gehören mit Sicherheit genauso zu einer Gewaltprävention wie härtere Strafen. Und wir müssen uns parallel zu den Angriffen gegen Polizeibeamte auch mit Rassismusvorwürfen gegen einzelne Polizeibeamte auseinanderzusetzen. Die Polizei ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und ebenso wie in anderen Berufen gibt es dort sicherlich auch schwarze Schafe und Einzelfälle von rassistischem Verhalten und rechtsextremistischen Positionen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die große Mehrheit von Polizeibeamten dies ablehnt und mit aller Härte des Gesetzes gegen gewalttätige und rassistische Kollegen vorgehen wird. Deshalb müssen Angriffe gegen Polizisten ebenso konsequent verfolgt und geahndet werden wie rassistisches Verhalten von Polizeibeamten. Aber keineswegs dürfen wir die Integrität unserer Polizei grundlegend und strukturell infrage stellen. Und ob Frau Kollegin Hartmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Benötigen bestmögliche Unterstützung und eine transparente Aufklärung. Schließen möchte ich mit einem Zitat aus der Broschüre des BKA zum Bundeslagenbild 2017, Gewalt gegen Polizeibeamte, dem ich mich voll und ganz anschließen kann. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der zunehmenden Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung muss verstärkt erfolgen. Bürgerinnen und Bürger einerseits und die Vertreter der Staatsgewalt, insbesondere Polizistinnen und Polizisten andererseits, verdienen einen gegenseitigen, respektvollen Umgang. Nur gemeinsam ist eine Senkung der voranschreitenden Radikalisierung zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Hartmann. Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angriffe auf Polizei, auf Retter von THW, Rettungsdiensten und Feuerwehr sind unerträglich, sie sind infam, sie sind asozial. Sie treffen und schaden Menschen, sie treffen uns aber auch alle. Wir sind B und getroffen und hin und wieder zu Recht auch beschämt. Wir sprechen schließlich von Angriffen auf Menschen, die für unsere Gesellschaft stehen und für unsere demokratischen Werte eintreten. Wir sprechen von Menschen, die Demonstrationen sichern, auch wenn die sich gegen staatliche Entscheidungen richten. Wir sprechen von Menschen, die ausrücken, um Menschen zu retten. Wir sprechen von Menschen, die dort reingehen, wo andere rausrennen, die ihre Gesundheit und mitunter ihr Leben aufs Spiel setzen. Umso schlimmer sind die Bilder von den Entgleisungen von sogenannten Demonstrationen im Zusammenhang mit Großereignissen wie beispielsweise Blockupy oder den Weltwirtschaftsgipfel. Aber nicht nur das. Es sind auch und leider zunehmend Angriffe wie in Dietzenbach, in Stuttgart oder vor 2 Jahren in Darmstadt bei dem Schlossgartenfest, vor kurzem in Frankfurt. In Dietzenbach, wo Polizeikräfte bewusst in einen Hinterhalt gelockt wurden und angegriffen wurden. In Stuttgart, wo der milde Mob wütete, und das war alles andere als eine aus der Fugen geratene Party. In Darmstadt, wo mehr als 100 Menschen Polizisten und Feuerwehrleute mit Flaschen und Steinen bewarfen. Oder in Frankfurt, wo eine Polizistin einem Blumenkübel nur ganz knapp entgangen ist. Das war nichts anderes als ein Mordanschlag. Dafür und für solche Taten gibt es bei uns null Verständnis und null Toleranz. Laut BKA kam es bundesweit zu einem Anstieg von 9%, was diese und ähnliche Delikte anbetrifft. Allein in Hessen hatten wir über 4.000 Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Beamten im vergangenen Jahr. Wenn auch, und das gehört auch zur Wahl dazu, der allergrößte Teil unserer Gesellschaft hinter und zu der Polizei steht, ihre Arbeit schätzt, wird staatliches Handeln in Teilen unserer Gesellschaft nicht mehr toleriert. Auch von Teilen der Links- und Rechtspopulisten, auch von Teilen der AfD und ihrer Anhänger. Ich nenne hier, da brauchen Sie nicht zu lachen, den Flügel, der immer noch zu Ihnen gehört.
Ich nenne Ihre unsäglichen Kooperationen zu Pegida und anderen. Ich nenne Ihre Nähe zu den Reichsbürgern und vieles mehr. Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie den Antrag auf eine Aktuelle Stunde hier gestellt haben, sind nicht der Schutzpatron der Polizei. Ganz im Gegenteil, Sie machen hier Arbeit ohne Ende. Die Polizei, meine sehr geehrten Damen und Herren, hilft nicht nur, wie wir alle wissen oder wissen sollten, bei Verkehrsunfällen oder bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, von Wohnungseinbrüchen bis zum Drogen- und Menschenhandel. Darüber hinaus verkörpert sie, wie keine andere Institution in unserem Staat, unseren Rechtsstaat. Sie ist der Arm des Rechtsstaates, die jeder Hilfesuchende gerne in Anspruch nimmt. Sie schützt uns und unseren Rechtsstaat. Sie schützt sogar Aufmärsche von Populisten und von Extremisten, wenn diese gerichtlich nicht verboten wurde. Die stehen manchmal sogar zwischen Pegida und Antifa und machen dort eine Arbeit, um die sie niemand beneidet. Solche Menschen, meine sehr geehrten Damen und Herren, verdienen unseren Respekt. Aber keinesfalls latente Rassismusvorwürfe à la Esken und keinesfalls eine unerträgliche Hetze à la Taz. Dieser Bericht, meine Damen und Herren, wir haben ihn hoffentlich alle gelesen, entmenschlicht die Polizisten und bezeichnet sie als Abfall, der auf Müllhalten zu entsorgen ist. Das ist keine Satire, das ist und bleibt eine Sauerei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir stehen zur Polizei und wir unterstützen die Polizei. Personell und materiell, und da reicht der Hinweis auf Gummigeschosse von der AfD überhaupt nicht. Wir unterstützen sie weiterhin, wie wir das bisher getan haben, auch im Übrigen mit den entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, an denen man immer wieder zu Recht arbeiten muss, im Bund wie im Land. Wir treten für die Polizei ein, nicht nur hier, sondern auch gerade außerhalb dieses Parlaments. Und wir sind sicher, dass die allermeisten Bürger zur Polizei stehen und ihre wichtige Arbeit schätzen. Und das ist auch gut so. Denen, die das anders sehen, die Retter und Polizei und Feuerwehrkameradinnen und Kameraden angreifen, wir müssen die Härte des Gesetzes spüren. Denn wie ich eingangs sagte, meine Damen und Herren, Angriffe auf Polizei, auf Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, auf Retter sind unerträglich, sie sind infam, sie sind asozial. Herr Kollege Bellino, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stelle zusammenfassend fest, wer Polizei, Retter und Feuerwehr angreift, hat mit unserem Wertekanon nichts zu tun, und er soll es auch wissen. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat die Frau Abg. Eva Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu der Aktuellen Stunde der Fraktion der AfD sind zwei Dinge zu sagen. Erstens. Die AfD versucht, die Polizei für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Sie gebärdet sich als der einzig wahre Interessensvertreter von Sicherheitsbeamten. Ich zitiere einmal Alice Weidel. Es ist kein Wunder, dass die Beamten der kaputtgesparten Polizei in großer Zahl den hierfür verantwortlichen Politikern und Parteien den Rücken kehren. Ich sage zweitens, der Versuch verfängt nicht. Weder unter Polizistinnen und Polizisten noch bei den Wählerinnen und Wählern. Alle Parteien hier im Hessischen Landtag haben in ihren Wahlprogrammen Verbesserungsvorschläge für die Polizei. CDU, Grüne, SPD, FDP und LINKE haben bei ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den inhaltlichen Forderungen eine große Wertschätzung für die Polizistinnen und Polizisten hier in Hessen. Letzter Satz. Was die Polizei in Hessen nicht braucht, ist die AfD. Danke schön.
Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Stefan Müller, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben heute zweimal die Gelegenheit, 5 Minuten zu reden. Das gibt mir, Herr Präsident, die Sicherheit, dass, wenn die Zeit rum ist, ich dann auch stoppen kann, weil ich kann nachher weitermachen. Ich hoffe aber, dass es gar nicht dazu kommen muss, wobei das Thema doch relativ komplex ist, weil es, glaube ich, wenn man es auf die Polizei alleine bezieht, nicht ausreicht. Ich glaube, dass wir ein grundsätzlicheres gesellschaftliches Problem haben. Und die Polizei und die Rettungskräfte stehen hier für den Staat. Und der Hintergrund ist, dass zunehmend in der Gesellschaft in verschiedenen Gruppen Unzufriedenheit mit dem Rechtsstaat, mit der eigenen Zukunft, keine klare Zielsetzung, auch das Demokratieverständnis infrage steht bei einigen. Und das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil ich glaube, dass alleine der Ruf nach härterer Bestrafung und höherem Strafmaß nicht helfen wird, dieses Problem zu beseitigen. Ich glaube, dass wir vorher anfangen müssen und schauen müssen, wie kommt es dazu, dass in Dietzenbach solche Übergriffe stattfinden? Wie kommt es dazu, dass in Stuttgart solche Übergriffe stattfinden? Wie kommt es dazu, dass in Darmstadt infolge einer Feier diese Übergriffe stattfinden? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann fragen wir nicht, wer war es, weil es eine komplette Mischung von Menschen aller Art ist. In der Tat, es sind überwiegend Männer, wobei Frau Hartmann, solche Formulierungen, wie Sie sie gebraucht haben, es sind Männer und nur besoffene Männer, kann man sagen. Es ist aber auch nicht ganz richtig. Und wenn man es als Mann andersrum irgendwas formulieren würde, wäre es höchst brenzlig. Ich weise nur mal darauf hin. Musste ich schon kurz schmunzeln eben. Aber an der Stelle, wenn man sich die Bilder anschaut, wird es leider bestätigt. Die Herausforderung ist, wie wir diese Stimmungslagen, die aufkommen, die aber auch an anderen Stellen vorhanden sind, im Frankfurter Bahnhofsviertel, wie wir die frühzeitig aufgreifen und wie wir frühzeitig Ansätze finden, diese zu stoppen, bevor es zu dieser Eskalation kommt. Weil das ist gar nicht Gewalt gezielt gegen Polizeibeamte. Es ist Gewalt gegen den Staat. Es ist Gewalt gegen unsere Gesellschaft. Und das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wir brauchen wieder Respekt gegenüber den staatlichen Institutionen und wir brauchen auch Respekt gegenüber gerade der Polizei und den Rettungskräften, die den Staat repräsentieren, die das Gewaltmonopol haben. Und deswegen kommt es ja auch zur Auseinandersetzung, weil wenn jemand sich zu Unrecht verhält, dann kommt eben die Polizei. Und dann sucht man dort eben auch die Auseinandersetzung. Und dann muss die Polizei die Knochen hinhalten für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und deswegen verdient sie unsere Wertschätzung und unseren Respekt und auch den Schutz und auch die Vorbereitung, die sie braucht, um künftig solche Maßnahmen dann frühzeitig einzudämmen und entsprechend begegnen zu können. Das Phänomen der Verrohung, das zeigt sich daran, dass in den letzten Jahren die Angriffe gestiegen sind, wobei die Übergriffe auf Polizeibeamte, Rettungskräfte gibt es schon länger. Und das müssen wir uns durchaus auch bewusst machen. Das Problem gibt es schon seit geraumer Zeit. Die Statistiken weisen das aus. Ja, die Zahlen steigen noch etwas. Und trotzdem müssen wir uns überlegen, wie wir da rauskommen. Der eine Teil ist sicherlich, dass wir an den demokratischen Grundfesten anfangen müssen und in den Gruppierungen, wo es die Probleme gibt, frühzeitig über soziale Maßnahmen, gesellschaftliche Maßnahmen eingreifen müssen. Und das andere ist aber auch, dass, wenn eine solche Straftat begangen wird, die Strafe auf dem Fuße folgen muss und auch folgen muss. Meine Damen und Herren, was ist denn mit den Tätern in Dietzenbach? Sind die schon bestraft? Das ist mittlerweile 4, 5 Wochen her. Das wäre jetzt eigentlich schon Zeit, dass die im Bau sitzen, wenn sie entsprechende Straftaten begangen haben oder jedenfalls bestraft sind. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, dass die Strafe wirklich auf dem Fuße folgt, dass sie auch wirklich auf dem Fuße folgt und nicht nur, dass man ein halbes Jahr oder ein Jahr wartet. Heute Morgen haben wir gelesen, das ist ähnlich, weil es ein ähnliches Symptom ist. Gewalt gegen Schiedsrichter im Fußball. Heute hat die Anklage stattgefunden von dem Fall, den wir letztes Jahr hier schon diskutiert haben. Diese Arbeitsweise ist zu lang. Das ist keine Kritik an den Behörden. Sie müssen auch entsprechend ausgestattet sein. Die Strukturen und Abläufe müssen angeschaut werden. Das sind aber, um es mal sachlich zu diskutieren,
und nicht das zu tun, was DIE LINKE und auch was die AfD hier macht, zu versuchen, irgendwas politisch auseinanderzusetzen. Dafür ist das Thema, meine Damen und Herren, zu ernst, und dafür ist die Arbeit der Polizeibeamten und Rettungskräfte auch zu wertvoll, um hier politisch zu versuchen, Kapital daraus zu schlagen. Wir brauchen vernünftige Lösungen, und wir brauchen vernünftige Ansätze, um hier auch helfen zu können. Meine Damen und Herren, alles Weitere kommt dann um 11 Uhr in der zweiten Aktuellen Stunde. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben heute Gelegenheit, an mehreren Stellen über das Thema Polizei zu sprechen und über die Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist mir am Anfang wichtig, noch einmal deutlich zu machen, was eigentlich wichtig ist. Eigentlich wichtig nach meiner Einschätzung, das Wichtigste, was wir den Kolleginnen und Kollegen der Polizei, der Feuerwehren und der Rettungskräfte bieten können, ist, dass wir ihnen den Rückhalt der Gesellschaft versichern, den Rückhalt dieses Landtages versichern, meine Damen und Herren. Sie verdienen unseren Respekt, Sie verdienen unsere Anerkennung, Sie verdienen unsere Wertschätzung. 300.000 ungefähr Polizeivollzugsbeamte in ganz Deutschland, die einen wichtigen Dienst für diese Gesellschaft leisten. Und das ist der zentrale Punkt. Und deswegen, meine Damen und Herren, haben wir, als wir außerhalb der Öffentlichkeit sehr sachlich im Innenausschuss die Frage Dietzenbach miteinander besprochen haben, habe ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass wahrscheinlich so etwas wie die Solidaritätsschleife hier an meinem Revers, die zum Ausdruck bringt, Solidarität mit unseren Einsatzkräften sozusagen das wichtigste Zeichen eigentlich überhaupt ist, was die Gesellschaft unserer Polizei bieten kann. Daneben, meine Damen und Herren, gehört es natürlich dazu, dass wir unsere Sicherheitsbehörden ausstatten, dass wir hinreichendes Personal haben. Haben wir vielfach hier im Hessischen Landtag darüber diskutiert, wie wir den Aufbau des Personals in den letzten Jahren gestaltet haben. Die Ausstattung, die Ausrüstung, die Fortbildung, die Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen gehören genauso mit dazu wie die Frage der Vernetzung mit vielen unterschiedlichen Mitspielern in Städten und Gemeinden, die einen Beitrag mit zur Sicherheit leisten können. Und da sind wir mitten auch im Kern von Dietzenbach. Natürlich haben wir Dietzenbach in unser Kompassprogramm mit aufgenommen, weil es wichtig ist, diese Fragen von Prävention, die Vernetzung mit der Sozialarbeit, das alles hinzubekommen, das gehört alles mit dazu, um am Ende Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Und zu alledem gehört natürlich auch der Rechtsrahmen, meine Damen und Herren. Es gehört eben auch der Rechtsrahmen mit dazu, indem wir deutlich machen, wie wir auf die Gewalt gegen Polizei, gegen Feuerwehr und gegen Rettungsdienste reagieren wollen. Und Herr Innenminister, gestatten Sie Zwischenfragen? Kollege Müller, ich bin schon sehr gespannt auf die rechtspolitischen Initiativen der FDP im Deutschen Bundestag für Schnellgerichte. Also, ich bin geradezu erwartungsfroh, Herr Kollege. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen gleich noch einmal reden. Dann bin ich gespannt auf Ihre Initiative. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Herrmann hat hier eben vorgetragen und hat mich zitiert aus der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik. Hessen ist ein sicheres Land. Ja, Hessen ist ein sicheres Land. Hessen bleibt ein sicheres Land, auch wenn es solche einzelnen Anlässe wie in Dietzenbach oder viele andere in unserem Land gibt. Wir kriegen kein straffreies Land Hessen hin. Wir haben 380.000 Straftaten in unserem Land. Aber wir arbeiten, indem wir unsere Polizei personell ausrüsten, ausstatten, indem wir Konzepte auf den Tisch legen, wie wir alle möglichen Spieler hier vernetzen. Wir arbeiten daran, dass wir immer besser werden. Und dass wir immer besser werden, das kann man eben auch genau an dieser polizeilichen Kriminalstatistik ablesen, meine Damen und Herren. Den dritten Platz bei der Kriminalitätsbelastung bei den Bundesländern im Jahr 2019 verteidigt. Und, das will ich auch stolz dazu sagen, stolz für unsere hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wir sind auf Platz 2 bei der Aufklärungsquote aufgestiegen, meine Damen und Herren, hinter Bayern. Das ist sozusagen die Spielklasse, in der wir, Herr Präsident, uns bewegen wollen.
Und da vieles zusammengehört, will ich hier nur einen Punkt und gar nicht so sehr auf den Rechtsrahmen zurückkommen, das können wir gleich noch einmal machen, einen Punkt hier noch einmal deutlich machen. Wir haben festgestellt, eine Erfindung übrigens hessischer Polizeibeamter, dass wir eine deeskalierende Wirkung mit den sogenannten Bodycams hinbekommen. Das ist das Thema Ausstattung. Und ich finde, und das will ich hier auch deutlich machen und ankündigen, wir werden noch weitere 400 Bodycams anschaffen für die hessische Polizei, damit auf jedem Dienstwagen eine solche Kamera eben mit dabei ist, damit die Kolleginnen und Kollegen dieses Einsatzmittel überall zur Verfügung haben, um am Ende deeskalierend in solchen Situationen zu wirken, aber um auf der anderen Seite auch die Möglichkeit zu haben, Straftaten entsprechend aufzuzeichnen und zu belegen, um genau das zu erreichen, was hier gerade eben deutlich gemacht worden ist. Wenn wir schon Straftaten haben, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir sie konsequent verfolgen und dass wir die Straftäter auch bestrafen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Wir sind am Ende der ersten Aktuellen Stunde. Bevor wir weiterfahren, will ich noch darauf hinweisen, dass wir bei der Aktuellen Stunde Top 95, wo wir auch mit aufrufen, den dringlichen Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die FDP gebeten hat, dass wir den Tagesordnungspunkt 60 dort mit aufrufen zur Abstimmung. Ich nehme an, da gibt es keine Bedenken dagegen. Dann machen wir das so. Und dann weise ich darauf hin, hier sind noch ein paar Masken. Wer noch braucht, sonst nehme ich sie mit nach Forschhausen und am Kiosk kann man die gut verkaufen. Also ich weise nur darauf hin, dass wir das noch bis zum Ende des Tages dann erledigt haben.